natürlich immer besoffen im Kampf. Immer wie. Nein, nicht mit mir. Und du hier auch nicht. Reiß ich jetzt. So. Boah, da bin ich aber in letzter Sekunde in den Panzerungsmodus gegangen. Der lebt ja immer noch, der Arsch. Was erlaubst du dir? So. Und jetzt hier, ab die Post. Was für eine ekelhafte Brühe! Da müssen wir jetzt durch. Wir müssen runterspringen. Hat er wirklich gesagt, sie müssen runterspringen? Nee. Kann ja wohl nicht sein. Wir müssen ja wohl irgendwie lebend rauskommen können. Ah ja. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Na, danke für die Information. Lieber goldiger Doktor, Dr. Gold, da das ja wieder verpatzt. Naja, wir haben es verpeilt. Jetzt haben wir nicht gerade viel Munition, denn ich glaube, da drinnen werden wir nichts finden. Sollen wir da nochmal zurückgehen? Kommen wir hier nochmal zurück? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Weil komplett ohne Munition, beziehungsweise mit unserer geringen Menge Munition, kann das etwas heiter werden. Was haben wir hier? Ist hier... Na, schade. Kein offener Container mit Munition. Gucken wir mal den Visor an, kurz. Der zeigt uns doch immer schön auf dem Radar. Ah, scheiße. Ne, jetzt noch gegen so Koloss kämpfen, ist natürlich echt scheiße. Da vorne, Munition. So. So, nochmal Munitionsnachschub. Und hier haben wir noch... Nee, nee, nee. Scarab gegen K-Volt. Also, das machen wir natürlich nicht so. So, restlich sind wir jetzt ganz gut ausgerüstet. Okay. Und dann ab in diese Spore, in diesen Speer rein. In dieses Tentakel oder wie auch immer das genannt wird. Und auf zum letzten, wenn es denn das letzte ist, Gefecht! So, jetzt brauchen wir keinen Tarnmodus. Das können wir eben noch aufladen, die Energie. Während wir hier weiter vordringen. Durch die Alienhölle mitten in das Herz des Bösen stoßen. Hey, ich bin hier. Ja, genau so. Einmal hier den Visor. Was haben wir denn da für Knarren? Was denn für rum? Moment. Ist das eine K-Volt? Ja, das ist eine K-Volt. Wir können vielleicht doch sogar... nee, da haben wir eigentlich nichts mehr, was wir jetzt groß nehmen können. Hätten wir auch nicht unbedingt zurückgehen müssen. Naja, egal. Sicher war sicher, weil da waren ja noch Munitionssachen. Okay. Die sind aber ziemlich weit weg, die taktischen Optionen. Hier Nachschub nehmen. Was ist das? Geschütz benutzen. Ziemlich weit weg, das Geschütz. Ich denke, da gehen wir mal so direkt vor. Ich meine, wir sind jetzt fast davor. Sie haben ein Tarnfeld. Das da, oder was? Was sind das denn für Typen, ey? Die sind ja krass. Scheiße, jetzt kommen wir hier nicht hoch. Ich muss mal kurz aushauen. Hat uns niemand gesichtet, erstaunlicherweise. Das wundert mich doch sehr stark gerade.
Wir kommen da nicht hoch. Fuck. Wir müssen irgendeinen anderen Weg nehmen. Vielleicht hier lang. Na gut, dann laden wir hier nochmal Energie auf, eben kurz. So, und die werden jetzt unsichtbar, also. Boah, die halten noch verdammt viel aus. Wo ist er? Scheiße. Was? Einer von denen frisst mal eben ganzen K-Volt-Magazin. Die sind ja Wahnsinn. 5000 geht hier. Nein, du bleibst hier. Fuck! Hängt da irgendwie in der Wand, oder? Glücklicherweise. Boah, die geben ja ohne Ende Nano-Könnte, diese Turm. Was können wir denn jetzt schneller verkaufen? Oh, vielleicht besser gar nichts. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir überleben. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ich bleib hier in meinem Panzerung. Dann soll er kommen. Da ist er. Nein! Wieder ein Stealth. Da. Nein, viel Munition habe ich nicht mehr, Leute. Fuck. Okay. Nein, nein, nein. Gar nicht gut, gar nicht gut. Pam. Boah, heftig waren die ja. Nichts mehr an Munition hier. Der Befehl von Stratcom ist gerade durchgekommen. Machen das wirklich. Everclass, Ihnen läuft die Zeit davon. Los, los! Ich gehe gerade nochmal zurück. Nicht wundern, Leute. Auch wenn uns die Zeit davon läuft, aber... Scheiße, Mann. Obwohl, nee, komm. Gehen wir direkt drauf los. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir hier hochkommen. Die Typen haben wir auf jeden Fall ausgeschaltet. Wo kommen wir hier nur zur Hölle hoch? Was soll man denn hier liegen noch alles? War nur ein Auto. Coole, coole Lampen hat es auf jeden Fall. Das soll jetzt mal nicht weiter was zur Sache tun. Ich gehe jetzt nochmal die Nano-Vision, weil man hier so wenig sieht. Gerade sehr angenehm. Ey, ich weiß nicht, wie wir hier... Wir können doch nicht hier vordringen, ohne eine... Kugel zu haben. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht der Ernst sein, dass hier jetzt gar keine Munition mehr ist. Ich meine, die müssen auch damit rechnen, dass man da ohne Ende Munition verballert gegen diese unsichtbaren Feinde. Die geben ja immer noch 5000 Nanokatalysatoren. Wie zur Hölle kommen wir jetzt hier hoch, ey? Solche Fragen stelle ich mir in diesem Moment. Hier? Okay. Hier vielleicht? Da, Munition. Komm schon. Ich kann den Feind nicht greifen. Was sind wir hier drinnen, Mann? Granatennachschub, nee, Munitionsnachschub, da. Lad nach, du Pansen. So. Stirb. So. Wow. Das war doch mal glücklich gelaufen gerade. Ja, komm, nimm gleich mal den. Tod. Geschichte. So, wenn wir hier noch mehr, können wir nichts mehr aufheben an Munition. Scheiße, ey. Das ist natürlich echt knapp hoch. Hier rüber gehüpft. Jetzt machen wir den noch fertig.
Erweiterungsmodus. Mal ein bisschen rum ausweichen. Ein bisschen Links-Rechts-Kombination nutzen. So. Und jetzt hier rüber hupfen wahrscheinlich, oder? Jo! Oh. Gerade so geschafft. Kurz aus dem Panzermodus raus. Bisschen Energie aufladen. Mal nachladen auch. Und wieder rein da. Oh, 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 oh. Okay, und jetzt mal hier hoch. Ist ganz schön heiß hier, so ein bisschen lavamäßig. Und ab die Post. Oh. Hören Sie, Aircraft. Rohre ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Es ist letztens nach Cyborg-Verkabelung. Reichen Sie von hinten des Anzugs einen Teil davon raus. Ich probiere. Panzermodus aktivieren. 5 Meter. Kriechen. Wir brennen. Oh, ist das heiß. Für die Menschheit. Scheiße, wo sind wir denn jetzt dann abgenippelt? Ich frag mich, was ich jetzt falsch gemacht habe. So, jetzt aber nochmal. Hören Sie, Herr Kraft. Rohre ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Wir müssen in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen. Reichen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Oh! Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich nicht hingeflogen, oder was? Doch. Also, okay, Maus 2. Maus 1. Ah, ich muss sie mehrmals hintereinander kriegen, am besten. Na komm schon! Scheiße, ob wir das diesmal überleben werden? Ich weiß es nicht! Oh, fuck! Spring! Yo! Was ist passiert? Hey, toter Mann. Wahnsinnstrip, was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzugmann... Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie? Sie waren da, direkt vor mir und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Lingshan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Ach du Scheiße. Die eigentlichen Bewohner der Erde. Boah. War's das mit Crysis 2? Ist New York jetzt gerettet? Die Vöglein zwitschern schon wieder.
Wir haben es geschafft, der Tara Strickland, Dr. Gold. Sieg! Sieg über die Aliens. Wir haben heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Nämlich in Crysis 3, in die ganzen anderen Gebiete. Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde, der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle. Moment, ich optimiere den Film. Besser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch, zu Ihren Diensten. Und Sie sind? Man nennt mich Prophet. 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 Yo, Mann! Ich glaube tatsächlich, wir haben Crysis 2 soeben vollendet. New York gerettet, die Welt vor dem Schicksal bewahrt. Obwohl noch nicht die ganze Welt, aber auf jeden Fall einen kleinen Teil, weil, wie Prophet uns gezeigt hat, sind die ja überall noch, diese Aliens, die Seth, überall haben sie sich breit gemacht, egal ob Tokio, Berlin, Paris, London oder San Francisco, sogar in Rio de Janeiro und Südafrika in Kapstadt, dort gibt es Alien-Invasionen. Ja, liebe Leute, das war Crysis 2, ein absolut fulminanter Action-Shooter, der richtig, richtig Spaß gemacht hat, doch ich habe auch ein paar kleinere Kritikpunkte. Und zwar, dass man in Crysis 1 wesentlich mehr Freiheiten hatte. Man konnte sich da durchmogeln, wie man wollte. Konnte man hier zwar auch, aber Crysis 2 war doch noch einen ganzen Tacken linearer. Dafür aber nochmal deutlich anspruchsvoller inszeniert. Also die Zwischensequenzen, die ganze Action, die Grafik. Ein Wahnsinn hier auf der Rampensau der Technik, dieses Spiel zu spielen auf einem Fernseher. Da steppt der Bär, da geht die Luzi richtig ab. So, es hat auf jeden Fall richtig Fun gemacht. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet auch jede Menge Spaß an diesem Let's Play zu Crysis 2. Ja, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Let's Play wieder dabei. Bis dann!